Dinge, die ich aus Japan mitgebracht habe. Ein Sailor Moon Portemonnaie, ein Cinnamon Roll Handtuch, ein One Piece Terminkalender, eine Jacke, die man sowohl linksrum als auch rechtsrum tragen kann, eine One Piece Waschtasche. Spaß beiseite, ich möchte nicht über materielle Dinge reden, sondern eben eher über Gewohnheiten, Gepflogenheiten, Dinge, die sich bei mir verändert haben, weil ich in Japan bzw. im Ausland war. Der erste Punkt ist ganz klar das Wort Danke. Ich meine, natürlich habe ich mich auch schon für Dinge bedankt, bevor ich nach Japan gegangen bin, aber dort drüben in Japan ist das Wort Danke einfach viel präsenter und man bedankt sich für alle möglichen Kleinigkeiten, egal was man gerade tut und wo man gerade ist. Und ja, das habe ich versucht einfach mit nach Deutschland zu nehmen und seitdem ich wieder hier bin, versuche ich mich eben auch für alle möglichen Kleinigkeiten, für die normalsten Dinge zu bedanken. Und ich glaube, das ist etwas ganz Gutes, was man mitnehmen kann. Punkt 2 wäre bei mir ganz klar das Verbeugen. Natürlich verbeuge ich mich nicht in den gleichen Situationen wie in Japan, beziehungsweise nicht in so vielen Situationen. Aber es gibt so ein, zwei Situationen, wo das Verbeugen bei mir so weit drin steckt, dass es automatisch passiert und ich eigentlich gar nichts dagegen tun kann. Und diese Situationen sind erstens, wenn ich über die Straße gehen will, bei einem Zebrastreifen oder einfach so, wenn halt keine Ampel da ist und ja, mich Autofahrer sozusagen durchlassen, also sie halten an und lassen mich über die Straße gehen, dann ist da irgendwie noch so ein kleines verbeugendes Nicken drin, das ich immer mache und wofür ich auch immer noch komische Blicke bekomme, aber ich kann es irgendwie nicht abschalten, es kommt automatisch. Und die zweite Situation ist relativ ähnlich, und zwar wenn ich in einer großen Menschenmasse bin und ja, naja, vielleicht nicht unbedingt Menschenmasse, aber wenn einfach mir jemand in den Weg läuft und ja, wir uns gegenseitig so ein bisschen ausweichen und ich mich dann einfach dafür bedanke, dass wir, also der andere nicht in mich reingerannt ist und wir beide darauf geachtet haben, dass wir uns nicht anrempeln und dann ist irgendwie trotzdem noch so ein kleines, ah, sorry, danke, was auch immer mit drin und das ist auch so eine leichte Verbeugung, die nicht weggeht. Punkt 3 ist eine Art Einstellung zu meinem eigenen Heimatland und zwar, dass ich Deutschland mehr erkunden möchte und mehr von Deutschland sehen möchte. Ich habe in Japan versucht, in diesem einen Jahr so viel wie möglich zu sehen und habe auch vieles, was ich auf meiner Liste stehen hatte, sage ich mal, abstreichen können. Und ja, das Ding ist, in Deutschland hatte ich noch nie eine Liste, die ich irgendwie abstreichen wollte, aber ich habe mir einfach vorgenommen, mehr von Deutschland zu sehen. Und zwar bin ich aktuell auch in Köln. Die Vlogs dazu werden ein bisschen später folgen. Aber ich war vorher noch nie in Köln und habe mir das einfach mal vorgenommen und gesagt, so, hey, du warst da noch nie, da fährst du mal hin. Und das versuche ich eben einfach jetzt so ein bisschen mehr und mehr durchzuführen oder durchzuziehen und mehr von Deutschland zu sehen, denn Deutschland hat auch so viel zu bieten, was ich noch nicht kenne. Punkt 4 ist, mehr auszuprobieren. Und zwar in zwei Bereichen. Der erste Bereich ist das Essen. Ich habe in Japan so viel neues Essen probiert und so vieles Essen gegessen, was ich früher wahrscheinlich nie, ja, mir gewagt hätte oder niemals hätte essen wollen. Und das möchte ich einfach mitnehmen und auch hier in Deutschland versuchen, mehr Essen auszuprobieren. Natürlich nicht nur deutsches Essen, weil da gibt es glaube ich nicht so viel, was ich noch nie gegessen habe, aber auch internationales Essen eben einfach mehr auszuprobieren. Und der zweite Bereich ist Kleidung bzw. Mode. Das ist in Japan irgendwie nochmal ein ganz anderes Thema für mich geworden als so in Deutschland. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll, aber der japanische Stil ist sehr eigen und hat mich auch dazu angeregt, einfach mal ein bisschen mehr, ja, eben auszuprobieren. So teilweise sind auch Sachen jetzt in Mode gekommen, die entweder in Asien schon vorher in Mode waren oder einfach gleichzeitig in Mode gekommen sind und ich habe es nicht mitbekommen, weil ich dort war und nicht hier war. Aber ja, irgendwie sowas. Aber ich versuche einfach auch dort mehr auszuprobieren, mich mehr, ja, einfach mal auszuprobieren. Okay, haben wir das abgehakt. Punkt 5 und der letzte Punkt ist die Sprache. Und klar ist dieser Punkt irgendwie relativ offensichtlich, wenn man so lange in Japan war. Aber ich glaube, nicht jeder nimmt so viel von der Sprache mit, selbst wenn er so lange in Japan war. Denn mein Niveau hat sich von, ich rede so ein paar Sätze Japanisch und verstehe vielleicht, worüber er redet, zu einem Niveau entwickelt, auf dem ich ja den ganzen Tag auf Japanisch reden konnte, im Alltag komplett ohne Hilfe eigentlich klarkam. Und ja, eben auch angefangen habe, teilweise auf Japanisch zu denken.
Und das ist etwas, was ich halt ziemlich cool finde und was ich eben auch aus diesem Jahr oder aus Japan auch mitgebracht habe. Denn mein Niveau hätte sich, glaube ich, in einem Jahr, wenn ich in Deutschland gewesen wäre, nicht so schnell, so stark weiterentwickelt. Einfach weil man die Sprache eben so konsistent und jeden Tag benutzt. Und das ist etwas, ja, was ich sehr cool fand und was ich auch so ein bisschen vermisse. Aber so ist das eben. Das waren sie also, meine 5 Dinge, die ich aus Japan mitgebracht habe, die eben nicht materiell sind. Das Thema war irgendwie mal ein bisschen was anderes und ich hoffe, es hat euch gefallen, aber lasst mir doch gerne mal Feedback dazu da, wie ihr diese Art von Video fandet. Vielleicht gibt es dann mehr davon. Und ansonsten, ja, danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.